und herzlich willkommen zum nächsten meiner Videos. Ja, es ist Mitte des Monats, wir brauchen mal ein Messerchen und es ist Lootchest-Time. Ich möchte hier vorweg einmal ankündigen, ich habe in die Box noch nicht reingeguckt, wie immer. Ich möchte allerdings anmerken, die letzte Box war wirklich gut. Ein paar davor haben mir nicht mehr so gut gefallen. Und ich mache das jetzt von den nächsten beiden Boxen abhängig, also von dieser und von der nächsten Monat, ob ich die Lootchests weiterhin ordere oder nicht. So, das jetzt einmal vorweg gesagt und dann gucken wir uns die aktuelle Box einmal an. So, dann schneiden wir sie einmal auf. So, und jetzt darf ich mich wieder auf die Suche machen. Ich gucke nicht hin. Das ist das Lootbook. So, das Lootbook hat dieses Mal ein Mario-Thema drauf. Das sieht mir sehr nach Donkey Kong aus. Ein bisschen. Ja, könnte also wieder eine Nintendo-lastige Box sein. Was ist das denn jetzt? Ach, die haben das Lootbook neu aufgebaut. Werden wir uns nachher angucken. Plus Artikel. Lootchest, wenn das Ding, was hier Plus Artikel ist, wirklich drinne ist. Wow. Gut, womit fangen wir jetzt an? Okay, fangen wir damit an. Das ist ein Runtime Original Next Level Meal, also irgendwas zu essen. So, ready in 60 seconds, total endurance. Ja, bringt also viel Energie. Und gut ausgewogen. Also wohl einfach in ein Pot geben und ein Glas, Milliliter, 300 Milliliter Wasser. So eine Tüte Runtime da rein und dann gut schütteln. Oder mal gucken, was das an Nährwerten hat. Ich kann das auf der Verpackung kaum lesen. 2250 Kilojoule. Ja, 600 Kilokalorien ist okay. Das ist ungefähr der Wert von einer Tafel Schokolade. Also 100 Gramm Schokolade haben auch in etwa so viel. Ja, kann man natürlich jetzt nicht auf die Schnelle ausprobieren. 150 Gramm sind drinne. Das heißt, wir müssen das... das sind 900 Kalorien pro Beutel. Weiß nichts mit anzufangen. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ich habe keine Ahnung. Das scheint Cookie zu sein. Naja. Super. Bin ich gespannt drauf, ich weiß nicht, was es ist. Ich schätze mal, das wird sowas in der Richtung wie diese Energieshake sein für Sportler. Muss mal gucken. Obwohl die Sportler haben ja Eiweiß-Shakes. Ach du Scheiße. So, okay. Nächster Artikel ist ein Star Wars-Artikel. Was soll es natürlich auch anders sein? In jeder Box ist ein Star Wars-Artikel drin, ne? So, und hier sind zwei Lufterfrischer drin. In Ocean Scent. Also das dürfte irgendwie nach Meer oder sowas riechen. Wir haben einmal Darth Vader und einmal haben wir hier Yoda. Ach toll. Diese Chemiebomben.
muss man ausprobieren, will ich nichts zu sagen, ich will es auch nicht aufmachen. Das ist der Plusartikel. Den stelle ich mal ganz kurz zur Seite. So. Ach du Scheiße. Sorry, das meine ich jetzt nicht unbedingt negativ, sondern das ist ganz einfach. Ja. Hier haben wir ein. Ja. Artikel, das werden wohl Poster sein. Zwei Mini-Poster enclosed. Mystery inside. Which ones will you get? Also das ist hier sowas, diese kleinen Mini-Figürchen. Nur halt als Poster. Und wir gucken einfach mal hier drauf, was es denn alles gibt. Das, ich muss aber mal so ein bisschen Licht halten. Oder sind die... Ach so, die sind quer, sagt mir das doch einer. Also das scheinen hier Poster zu Arrow zu sein. Ja, Arrow habe ich die erste Staffel geguckt. Weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Ja, hier sind sie jetzt wieder hochkant. Ach. Ja, ja, gut. Ach, ist egal. Komm, wir gucken da jetzt einfach mal rein. Sind zugeklebt. Wir gucken einfach mal, was wir da drin haben. Ich finde das immer so ein bisschen blöde, ne? Er guckt in die Packung und guckt, was ihr kriegt. Ja, toll, damit ich noch mehr kaufe, dann habe ich ein Poster doppelt. Das ist doch scheiße. Ich hasse sowas. Deswegen habe ich auch scheiße gesagt. Das ist einfach... Ich finde sowas nicht schön. Aber diese... Gibt es ja von allem. Marvel Mystery Minis, von Franco Mystery Minis. Das war gerade... So. Der eine Poster ist ein Querposter. So, mit den fünf Knilchen da drauf. So. Das ist einmal ein Hochkantposter. Wie gesagt, ich kenne die Figuren leider nicht mit Namen. Ich weiß nur, dass es aus Arrow ist. Und, ja. Weiß ich nicht. Ich werde sie mir nicht aufhängen. Aus mehreren Gründen. Wie gesagt, Arrow ist eine ganz nette Serie, aber... Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht die Zeit, allem hinterher zu rennen, was mir irgendwie als Mode auf Tisch. Ganz ehrlich, ja, ein paar mögen Arrow, ein paar mögen Arrow nicht. So, und ja, ich halte mich da so ein bisschen raus. So. Ja, das nächste ist ein Handtuch. Donkey Kong. Badetuch. In 70x1,40. Das ist ein ganz normales Handtuch von der Größe her. So. Ja, das ist genau das Motiv, was wir gerade drauf gesehen haben. Ich kann die Kamera vielleicht noch einen ganz kleinen Tick zurückziehen. Jetzt bin ich nämlich schon an meinem Stuhl. Ich sitze nämlich mit dem Stuhl direkt hinter dem Stativ. So, es ist genau das, was wir gerade gesehen haben. Das ist blau, also in diesem hellblau, dunkelblau gestreift. Dann, wie gesagt, die Banane. So, wartet mal. So. Dann haben wir hier Donkey Kong drauf. Das ist natürlich ein bisschen doof, dadurch, dass ich hier so etwas eingeschränkt mit meinem Platz sitze. Kann ich euch das nicht in Gänze zeigen. Also, das Motiv... ist das da. Ich mache mal kurz so, ich habe momentan Licht von draußen. Es ist ja wieder schönes Wetter. Also das Motiv ist das. Und ja, passt sich ganz gut an. Es ist eine schöne Qualität, kann man nicht meckern. Ja, ist eine gute Qualität. Wie gesagt, ich kann es euch nicht in Gänze zeigen, möchte ich einfach nicht. So, und jetzt kommt
das T-Shirt. Das T-Shirt ist ein schwarzes. Das kann ich schon mal verraten. So, da muss ich gleich nochmal gucken. Also erstmal, es ist bei mir wieder ein XXL. Die bestellte Größe ist also richtig. So, Grey Pilgrim Brewery. So, das dürfte wohl ein Hobbit-Thema sein. So, Wandering Wizard Wheat Ale. Also ein Weizenbier. So, und da müsste ich jetzt mal gucken, ob das jetzt wirklich zu Herr der Ringe ist, bevor ich mich ja lächerlich mache. Weil wir haben jetzt ja schon alle Artikel durch. So, und bleib sofort, haben wir einen Wizard. Great Pilgrim Brewery. Also ich sag jetzt einfach mal Wandering Wizard, ich sage jetzt einfach mal, es steht nicht richtig drin, das werden wir gleich noch sehen. Es steht nicht richtig drin. Ich sage jetzt einfach mal, es ist Herr der Ringe, weil wie gesagt, Wandering Wizard und Grey Pilgrim. Ich sag mal, es ist Gandalf hier gemeint. Ich sehe es zumindest so. Wenn ihr es anders seht, verbessert mich, es steht nicht richtig drin. So, bis hierhin war es die normale Loot Chest. Jetzt kommt der Plus-Artikel. Und ja, wir hatten schon mal einen ähnlichen Artikel drin, ne, zu The Walking Dead. Da war dieses kleine Polizeiauto drin, aus Atlanta, glaube ich. So, und jetzt haben wir einen ähnlichen Artikel. Und zwar ist das der A-Team Van. Ein GMC Van Durance, oder wie der auch immer heißt. So, und ich bin absoluter A-Team-Fan. Ich liebe die Serie. Ich habe sie auch als Marathon mir schon mal wieder angetan vor einer kurzen Weile. Und es ist absolut genial. Ich habe solche Spiele wie Forza Horizon, da gibt es ja auch den GMC-Van. Und ich habe auch diese Lackierung, man kann Lackierung erstellen in Forza Horizon. Und ich habe diese Lackierung erstellt für den Wagen. In-game. So, absolut genial. Und irgendwo hier in meiner Gegend fährt auch einer so ein. Ich weiß nur nicht, ich habe da Fotos von gemacht, die werde ich jetzt allerdings nicht reinspielen. Aber wie gesagt, hier einer in der Gegend, der fährt auch so ein. Und auch genauso lackiert. Absolut super. Vor allem sind das noch, das sind ja noch Busse in relativ normalem Maße. So, das gibt die auch noch in richtig groß als Wohnmobil ausgebaut. Ein schönes Geräusch. So, hier ist natürlich, das ist ein Metallguss, das ist dieses Diecast. Also es ist Metall, es hört sich nur ein bisschen komisch an. So, und wie gesagt, der ist wirklich sehr detailgetreu. Es ist absolut klasse. Ich glaube sogar das Kennzeichen, kann man das irgendwie scharf kriegen? Na komm mal her. Guck mal scharf. Ach, dann gucke ich so. Nee, das Kennzeichen ist nicht das Richtige. So, davon abgesehen, ich hoffe, man sieht es. Ich habe keine Ahnung. So, absolut genial. So, aber das Kennzeichen stimmt nicht. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hatte das nämlich letztens geguckt, weil ich habe, es gibt ja für GTA Online auch diesen ähnlichen Van zu kaufen und ich wollte mir das Kennzeichen dafür über die App reinholen und ich bin der Meinung, das gab es nicht. Also ich hatte ein anderes gefunden. Weil früher hatten die Serienautos immer sechsstellige Kennzeichen und das hier sind, glaube ich, 10 Nummern. 9 oder 10 Ziffern hier auf dem Kennzeichen. Sage ich jetzt einfach mal, ich habe es nicht richtig gezählt, ist doch egal. Sehr, sehr, sehr schöner Artikel. Bin ich wirklich begeistert von. So, ja.
Dann geht es weiter, das Lootbook. Es ist jetzt etwas anders aufgebaut, habe ich eben gerade gesehen. So, ich packe euch wieder den Text hin. Haltet einfach an, wenn ihr es lesen wollt. Ich lese es nicht vor, auf vielfachen Wunsch aus den früheren Boxen. Ich habe die Loot Chest jetzt 36 Monate, glaube ich. Müsstet ihr mal die Videos zählen bei mir. Es müsste hinkommen. Jetzt wieder Werbung für ein Gewinnspiel. Gewinnt ein Gaming Chair. So, dann haben wir hier wieder Cards Against Humanity als Werbung für das Spiel. Als Werbung für das Spiel. Sehr schönes Ding. Gibt es ja so ein paar Grüppchen, die das zusammenspielen. Ist immer relativ lustig. So. Jan Willing, Alter 21. Ja, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Will ich auch gar nicht kennen. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Sagt mir überhaupt nichts. So, hier fangen wir das jetzt nämlich an, hier mit dem T-Shirt. Und wie gesagt, es könnt ihr jetzt selber lesen, es steht in dem Text nicht richtig drin. Ob das jetzt zu Herr der Ringe, jetzt war wie gesagt zum tänzelnden Pony, sagt mir jetzt überhaupt nichts. Also ich sage jetzt einfach, es ist ein Herr der Ringe-Shirt. Ich sage es jetzt einfach mal so, oder es kommt zumindest aus der Hobbit. Ich habe Hobbit immer noch nicht gesehen. Es tut mir leid. So, dann das Donkey Kong Handtuch. Wartet mal, ich muss stillhalten. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. So, dann das nächste. So, Destiny. Wartet mal, haben wir irgendwas? Oh, sorry, das hat sich ganz hinten in der Ecke versteckt, das ist noch ein Artikel, ja, aber da seht ihr mal, dass ich die Sachen live drehe und nicht nochmal aufnehme, also den Artikel haben wir gerade vergessen, ein paar Pins, und ja, Destiny ist leider nicht so mein Spiel, deswegen, naja, es ist ganz nett gemacht, ein paar sehen eigentlich ganz cool aus von den Pins. Ein paar sehen ganz cool aus. Na, komm mal her. Ein paar sehen eigentlich ganz cool aus. Naja, also ihr habt so grob gesehen. So, ich halte es nochmal hier ganz kurz in die Kamera, damit ihr es lesen könnt. So, dann der nächste Artikel, das sind diese Poster. Und ich sage ja Mini-Poster-Serie zu Arrow. Und ja. So, und hier jetzt eben halt die Star Wars Lufterfrischer. Dann hier unten haben wir noch hier das Sondheim Next Level Meal. Ja. Weiß nicht, müsste man probieren, wie es schmeckt. So, und jetzt natürlich hier A-Team Van. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was Maßstab das ist. Der dürfte aber sich zu dem anderen Auto, dürfte der sich relativ gut machen. Ich glaube, das ist 1 zu 46. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall sehr schöner Artikel. So, dann geht's hier weiter. Deswegen sage ich ja, der Aufbau hat sich ein ganz klein bisschen geändert. Wartet mal kurz. So. Der Aufbau hat sich jetzt ein ganz kleines bisschen geändert. So, jetzt haben wir die Seite. Pegasus Press, Redaktion. Ja, der bin ich leider nicht. Naja, was heißt leider?
Ja, ich bin ja der Tobias Rieper und nicht der Tobias Hemmelmann. So, jetzt steht hier noch ein bisschen was. Also wie gesagt, das... Ich weiß nicht, ob das Fanfictions jetzt sind. Ich kann auch... Selbst ausgedachte Geschichten, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nur ruhig halten, dass ihr es vielleicht lesen könnt. So. Ja, das ist jetzt. Die ganze Hälfte ist jetzt hier Text. Wow, das halbe Heft ist Text. So, ich hoffe, ich halte es ruhig genug, dass ihr das lesen könnt. Wie gesagt, macht einfach Pause. Wie gesagt, ich lese es nicht vor. Auf jeden Fall Grund. Normalerweise müsste ich die Seiten eigentlich scannen und dann in das Video mit reinpacken, aber ganz ehrlich, Leute, der Aufwand ist mir dann auch zu groß. Dafür müssen wir aber auf dem Teppich bleiben. Ich denke mal, ich mache schon ganz gut hier, dass ihr hier selber reingucken könnt. Wäre das jetzt besser gewesen. So, das war schon das Ende. So, und hier hinten ist dann noch ein bisschen Werbung. Gut, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns. Bis dann.